Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zum 23. Dezember. Wir fangen heute mit Harry Potter wieder an. Das Türchen befindet sich hier so neben der 12. Das sieht man leider schlecht bei der Kameraeinstellung. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben heute mal wieder eine Figur bei Harry Potter. Und es ist tatsächlich Albus Dumbledore. Den hätte ich ja theoretisch bei der 24 vermutet, so als Art Weihnachtsmann. Sowas gibt es hier gar nicht bei Harry Potter, ne? Irgendwie so ein als Weihnachtsmann verkleideter Dumbledore oder so. Er braucht wieder sein Bart. Ich habe gelernt, der Bart kommt als erstes drauf. Nicht, dass ich wieder den Kopf nicht abbekomme. So sieht das Ganze aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie in irgendeiner Weise exklusiv ist. Der Adventskalender ist tatsächlich mein zweites Harry Potter Set erst nach dem Quidditch-Spiel. Ich glaube, wir nehmen einfach mal seine Brille hier. Okay, also so sieht der Kopf aus, bevor er vom Bart verdeckt wird. Ich mache ihn noch ein bisschen gerade, so nach vorne gucken. Sieht irgendwie komisch aus, oder? Also mit Bart sieht er deutlich cooler aus dann. Und so. Perfekt. Dann noch die langen Haare. Guckt immer noch ein bisschen schief bei mir. Und solche hellen Zauberstäbe hat er dabei. Oh, umgefallen. Ha. So, dann schauen wir mal, was bei Star Wars dabei ist. Da seht ihr ja jetzt, wo das Türchen ungefähr ist. Oh, das. Oh. Was haben wir denn hier? Ah, der Gonk-Droide, okay. Gonk-Droide im Geschenkformat. Dann wollen wir den mal aufbauen. Ich glaube, einen Gonk-Druiden gibt es auch irgendwie jedes Jahr in irgendeiner anderen Version. Wie den Kampf-Druiden auch. Na, so. Also, womit fangen wir denn an? Machen wir einfach die Füße als erstes. So, und. Na. Der will nicht. So, jetzt aber. So, da haben wir unsere Füße. Und diese Platte bildet offenbar die Basis von allem. Vorne haben wir dann diese Teile, wo wir noch einen dran heften können. Oh, hier klebt schon einer dran. Oder hätte da sogar dran gemusst, sehe ich gerade. Also, so. Da haben wir unser Geschenk und oben drauf kommt noch eine Schleife. Huch, sorry, Harry. Ah, ist schon okay. Ist ja eigentlich eine ganz nette Idee, wie ich finde. Sieht lustig aus. So, das kann man ruhig mal in den Adventskalender reinmachen. Ist klasse. Gefällt mir. So, die beiden Ersatzteile haben wir. Und ich würde sagen, obwohl heute bei Harry Potter Dumbledore natürlich dabei ist, gleicht Star Wars den oder das Unentschieden von gestern wieder aus, weil heute gibt es wieder ein Unentschieden. Dumbledore ist natürlich eine geile Figur, aber mir gefällt dieser Gonk-Droide im Geschenkformat auch super. Huch, da fliegt er gleich weg. Das, also das ist halt super lustig und passt prima zu Weihnachten jetzt. Besser als ein Kampf-Droide. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet dann natürlich auch morgen wieder ein, denn jeder will natürlich wissen, was in der Nummer 24 drin ist. Bis dahin und ciao.